Hallo zur neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert erneut den verkaufsoffenen Sonntag in Vechta. Dieses Mal geht es um den Frühjahrsmarkt am kommenden Wochenende. Die Konsequenz ist, dass nur noch die Geschäfte im Stadtkern öffnen dürfen. Beim letzten Mal blieben sogar alle Läden zu. Junge Männer aus Bakum gestehen Tankstellenüberfälle. Zwei Angeklagten wird vorgeworfen, Ende 2016 Tankstellen in Lohne und Dinklage beraubt zu haben. An der ersten Tat in Lohne soll auch ein weiterer Mitangeklagter beteiligt gewesen sein. Zum Prozessauftakt legten alle Männer umfangreiche Geständnisse ab. Motiv sei Geldnot gewesen. Habt ihr schon unsere Suchfunktion auf karrierestadt.tv entdeckt? Ihr könnt zum einen nach Berufen suchen, ja, also wenn ihr schon eine grobe Idee habt, welche Ausbildung euch interessieren könnte. Ihr könnt aber auch direkt die Unternehmen auswählen, wenn ihr da vielleicht schon irgendeins kennt oder sowieso eine Firma in der Nähe habt. Oder als drittes habt ihr die Auswahlmöglichkeit, direkt nach einem Ort, nach einer Stadt, nach einer Gemeinde zu suchen. Und dann werden euch die Ausbildungsplätze in dem jeweiligen Ort angezeigt. Und im Südkreis gibt es an diesem Wochenende eine Premiere. Zum ersten Mal findet ein Trecker-Kino statt. Einlass ist am Samstag um 19 Uhr in Severinghausen. Gezeigt wird der Film Werner Eiskalt. Im Anschluss gibt es außerdem noch eine Party. Ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende.